hier bei uns ist alles in Ordnung. Der von den Angriffen in New York und Washington DC ausgelöste Schock hallt durch die gesamte Nation. Uns droht eine nationale Notlage. Was wir vorschlagen, ist ein staatlicher Fonds, der den Opfern eine Kompensation anbietet. Can, helfen Sie uns dabei, einen Ausweg zu finden. Es steht nur drin, dass die Opfer und deren Familien entschädigt werden sollen, basierend auf den ökonomischen Verlusten. Hier kommt die Mathematik ins Spiel. Falls weniger Anspruchsberechtigte einwilligen, könnten die Klagen die ganze Wirtschaft platt machen. Warum kriegt nicht jeder dasselbe? Meine Tochter ist genauso viel wert wie irgendein Fuzzi in der Vorstandsetage. An dem Tag starb meine Frau. Und alles an dieser Formel beleidigt mich. Tut mir leid, das zu hören. Wir können nicht für jeden neue Regeln aufstellen. Wieso nicht? Der Kongress gibt Ihnen einen beträchtlichen Spielraum. Aber wenn 7000 Einwohner zu Ihnen kommen und Sie um Respekt bitten, tun Sie so, als käme dieses Gesetz vom Berg Sinai. Laut Bundesstaatsgesetz gibt es sowas wie uns überhaupt nicht. Aber ich war derjenige, den er anrief. Nicht seine Eltern. Ich muss versuchen, der Mann zu sein, der er war. Sie war diejenige, die den Tower gerufen hat. Mama wird nicht zurückkommen. Er rief an, als er wusste, dass er es nicht schafft. Dieses Gefühl können nur Eltern verstehen. Mein Sohn wurde verbrannt. Sorgen Sie dafür, dass seine Töchter kriegen, was ihnen zusteht. Das reicht nicht. Vergessen Sie die Formel. Weil es nicht perfekt ist? Nein. Weil es nicht gerecht ist. Er kämpft für die Abgeschriebenen und nicht für die Reichen, damit die noch reicher werden. Wir können sie nicht zurückholen, aber wir können den Angehörigen helfen, ihre Rechnungen zu bezahlen. Du bist Anwalt. Und genauso einen brauchen die da jetzt. Was wäre ihr Leben wert gewesen? Versuchen Sie nur zu gewinnen? Ich versuche, was für die Leute zu tun.